Boom, da ist er. Der brandneue Beamer von Neteo. Netflix, Prime, Android TV, Dolby, High Contrast. Der Beamer spart nicht an Schlagworten. Dazu sieht er ziemlich ungewöhnlich aus und das alles zu einem überraschend günstigen Preis. Ob er seine vollmundigen Versprechen halten kann, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich spiele mal wieder eins meiner geliebten Retro-Games und das auf meinem Retroid Pocket 4 Pro. Doch, das ist ja eine tragbare Konsole, die eigentlich nur ein kleines Display besitzt, aber einen HDMI-Ausgang hat. Und den nutze ich und habe die Konsole an meinem neuen Beamer, dem Neteo E3 Pro Projektor, angeschlossen. Das Bild ist echt super und der Sound überraschend stark. Und mit dem Black Friday Angeboten auf Geekbuying ist der Beamer und die Retro Gaming Konsole ein echtes Schnäppchen. Dort gibt es noch viel mehr für uns Geeks, also schaut doch einfach mal rein. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich switche hier einfach mal um und suche mir einen schönen Film heraus, den ich jetzt am Feierabend genießen kann. Das kann der Beamer auf Knopfdruck, Netflix, YouTube, Prime oder Disney. Zack, bin ich da. Aber erstmal der Reihe nach. Schon beim ersten Aufmachen bin ich positiv überrascht. Nach dem Quick Start Guide kommt eine Tasche, in der wohl der Beamer steckt. Das ist super. In der Schachtel sind dann noch die üblichen Verdächtigen. Garantiekarte, Bedienungsanleitung und die Stromversorgung. Nochmal separat in einem Karton ist dann noch die Fernbedienung. Passt alles soweit, aber ich will jetzt den Beamer sehen. Also Reißverschluss auf und vorsichtig in die Tasche gegriffen. Dann hole ich das Ding heraus und er sieht wirklich relativ ungemütlich aus. Die Linse liegt im Inneren, statt wie sonst eigentlich üblich außen. Dadurch sieht er aus wie ein stark abgerundeter Würfel oder so. Vorne befindet sich eigentlich nur die Linse. Auf der linken Seite ist nichts weiter zu sehen. Hinten befinden sich die ganzen Schnittstellen, dazu gleich, und rechts ist wiederum nichts. Oben ist ein Aufkleber, der Aufstellhinweise gibt. Darüber sind ein paar Bedienelemente. Ein Einschalter, Steuerkreuz mit OK und eine Zurücktaste. Auf der Rückseite sind die Schnittstellen zu finden. Dazu gehört die Stromversorgung, ein USB-Steckplatz, ein HDMI-Eingang und die AUX-Schnittstelle. Die teste ich gleich alle. Unten sorgen die vier gummierten Füße für einen stabilen Stand. Dazu kommt ein Schraubgewinde, um den Beamer zum Beispiel an der Decke zu befestigen, und ein Aufkleber mit den üblichen Informationen. Das Netzteil liefert die benötigten 90 Watt, mehr brauche ich dazu glaube ich auch nicht zu sagen. Die Fernbedienung hat einen Ein-Aus-Knopf und ein paar weitere Tasten oben, wovon die Google-Mikro-Taste schon mal auffällt. Danach das übliche Steuerkreuz. Es gibt Zurück, Einstellungen und Home. Darunter die Lautstärke und Fokus Plus Minus Tasten und ganz unten die Tasten YouTube, Netflix, Prime Video und Disney Plus. Was mich ein wenig überrascht hat, ist die Klappe auf der Rückseite, denn darin befindet sich eine kleine Box, die mit Kabeln verbunden ist. Ich habe mich gefragt, was zum Geier das sein soll, aber dann wurde es mir schon klar. Das ist die Android TV Box, die eben extra daherkommt. Auf der einen Seite hat sie einen USB-Anschluss, der nur für die Stromversorgung ist, und auf der anderen eine Micro-HDMI-Buchse. Ich hatte bei der Bestellung gedacht, dass das Android TV einfach direkt mit in den Beamer integriert ist, doch ehrlich gesagt finde ich das sogar noch besser. Schließlich kann ich die kleine Box auch herausnehmen und an meinem Fernseher nutzen und muss nicht zwangsweise am Beamer sitzen. Aber das würde den Rahmen heute sprengen. Wenn ihr wollt, kann ich dazu gerne mal ein eigenes Video machen. Einfach in die Kommentare schreiben. Jetzt aber los! Nach dem Einschalten erscheint das Logo von Neteo und beim ersten Mal wird direkt nach der Sprache gefragt. Ich stelle auf Deutsch und dann bootet er schon in das Android TV. Nun fordert er mich auf, die Fernbedienung per Bluetooth mit dem integrierten Android TV zu verbinden. Das ist der Nachteil von getrennten Geräten, also Beamer und TV-Box separat zu haben. Leider hat meine Kamera das Bild an dieser Stelle unscharf gemacht, aber das spielt auch keine große Rolle, denn ich glaube, wie Android TV einzurichten ist, muss ich hier nicht zeigen. Ihr wisst schon, WLAN-Passwort, Nutzungsbedingungen, Google-Dienste, Google Assistant und so weiter. Gott sei Dank wurde nach diesen Einrichtungen die Aufnahme wieder scharf. Tja, und dann habe ich die ganze Breite an Apps und Streaming-Diensten. Ihr seht schon, Netflix, Prime etc. Und im Play Store ist natürlich noch viel mehr zu haben. Das ist allerdings die Variante für Fernseher und hat nicht alles, was man vom Play Store her so kennt, aber alles, was irgendwie mit Fernsehen zu tun hat. Doch ich starte jetzt einfach mal Netflix. Das ist eine der Hauptanwendungen, schätze ich mal. Der Start dauert ein wenig und schließlich müsste ich mich nun anmelden. Aber ich will hier den Beamer testen und deshalb möchte ich mich gar nicht länger damit aufhalten. Ihr seht jedenfalls, es funktioniert. Zurück im Android will ich gleich noch YouTube. Das muss selbstverständlich funktionieren, ansonsten könnte man ja gar nicht die super Kanäle wie zum Beispiel Retro und Games anschauen. Wie ihr seht, funktioniert das tadellos. Da kann ich nicht klagen. Natürlich musste ich mich hier aber entsprechend auch anmelden. Zu guter Letzt sei noch gesagt, dass ebenso Prime keine Probleme macht. Warum sollte es auch? Die Streaming-Apps unter Android TV laufen einfach ohne Murren.
Die Fernbedienung hat dafür ja sogar die extra Tasten. Drücke ich auf YouTube, dann springt der Beamer direkt zu YouTube. Wähle ich Netflix, entsprechend zu Netflix. Das dauert ein wenig länger, vielleicht weil ich mich noch nicht angemeldet habe. Also zurück zum Android TV. Klicke ich auf das Amazon-Logo, dann erscheint Prime. Relativ schnell. Naja, und dann bleibt halt noch Disney Plus durch die zugehörige Taste. Funktioniert alles wie erwartet. Bleibt noch der Home-Button, mit dem ich immer wieder zurück ins Android TV springe. Drücke ich noch die Google-Mikrofon-Taste, dann kann ich dort meine Befehle per Spracheingabe absetzen. Aber das ist heutzutage ja auch nichts Besonderes mehr. YouTube wird geöffnet. Die Streaming-Apps auszutesten ist spaßig, doch schauen wir uns mal die Einstellungen des Beamers an. Drückt man auf der Fernbedienung die Projektor-Taste, dann erscheint ein Menü, in dem man zwischen den Eingängen HDMI und USB wählen kann und es gibt die Einstellungen. Die wähle ich aus und es gibt viele Optionen, um das Bild zu konfigurieren. Der Projektionsmodus legt fest, ob der Beamer über Kopf montiert wurde und ob es sich um eine normale oder eine Rückprojektion handelt. Der nächste Punkt ist das Zooming, aber ich will sowieso immer die volle Größe haben. Bei den Fokus-Settings kann lediglich der Autofokus ein- oder ausgestellt werden. Warum das quasi gleich zweimal dasteht, verstehe ich nicht, aber ich habe ja die Fokustasten auf der Fernbedienung, von daher ist mir das hier nicht so wichtig. Die Kalibrierungseinstellungen haben ebenso nur zwei Umschalter, die eine automatische Kalibrierung beim Start oder wohl dauerhaft aktivieren. Darüber hinaus gibt es noch die Trapezkorrektur, bei der ich das Gerät möglichst waagrecht aufstellen muss und der Projektor entsprechend das Bild ausrichtet. Bleibt noch die Eckenkorrektur, die einem ermöglicht, jede Bildecke zu verschieben und so das Bild perfekt auf die Leinwand anzupassen. Der letzte Punkt ist die Wiederherstellung der Trapezkorrektur, sprich ein Zurücksetzen auf Standardeinstellungen. Das mache ich jetzt, damit wir den Beamer wieder in seiner originalen Konfiguration haben und testen können. Ein Menü weiter oben sind ja noch die weiteren Einstellungen, in die ich nun gehe. Als erstes kommt der Bildschirmschoner. Oben kann ich die Zeit einstellen und darunter ein Video aussuchen. Das sind ganz schöne mit dabei und man kann die Leistungen des Beamers auch ganz gut erkennen. Das Bild ist glasklar. Viel Bewegung findet ja nicht statt, aber für die Schonung des Bildes wird es schon reichen. Der Punkt Bildschirmschoner Auszeit ist relativ schlecht übersetzt, denn damit stelle ich die Zeit ein, nachdem sich der Beamer abschaltet. Okay, es ist dann auch die Zeit, die das Schoner-Video angezeigt wird. Egal. Zu guter Letzt gibt es noch die Spracheinstellungen und die Werkseinstellungen. Die beiden Punkte sind, glaube ich, klar. Ebenfalls schlecht übersetzt ist über die Website, denn eigentlich geht es hier um das Gerät und dort wird die aktuelle Firmware-Version angezeigt und noch interessanter, die Temperatur. Insbesondere, wenn der Beamer nahe an der Wand oder Decke befestigt ist, sollte man hier vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Drückt man auf der Fernbedienung die Einstellungen-Taste, dann erscheint links ein weiteres Menü. Ganz oben der Bildmodus, in dem drei Modi ausgewählt werden können. Standard, hell und fein. Darüber hinaus gibt es personalisiert, indem man sich dann austoben und alles von Helligkeit bis Farbton selbst festlegen kann. Beim Punkt Farbtemperatur und Tonmodus ist dies quasi identisch. Es gibt ein paar Presets, hier jetzt kalt, normal und warm, und dann die Möglichkeit, alle Parameter individuell einzustellen. Der Tonmodus bietet neben den vorgefertigten Presets einen Equalizer an. Also zum Herumspielen ist viel geboten. Das Seitenverhältnis kann zwischen 4:3 und 16:9 umgestellt werden, das sollte automatisch eigentlich die beste Option sein. Ganz unten sind noch die Einstellungen für den Projektor. Da kann man nochmal zoomen und eine vertikale oder horizontale Korrektur durchführen. Alles ganz schön und hilfreich, aber im Prinzip bin ich mit den automatischen Einstellungen recht zufrieden. Meine wackelige Leinwand ist hier eher das Problem. Kommen wir zum Schnittstellentest. Nun gut, es gibt einen HDMI-Eingang und wenn ich da mal meinen Laptop anschließe und auf HDMI umstelle, dann wirft der Beamer den Bildschirm sofort und in sehr guter Qualität an die Wand. Das hatte ich erwartet und bin nicht enttäuscht worden. Als nächstes ist der USB-Port an der Reihe. Einen Stick rein und schon wird rechts oben ein Fenster eingeblendet, in dem gemeldet wird, dass eine Prüfung des Sticks erfolgt. Jetzt die Quelle umstellen und bis zum gewünschten Video navigieren. Und schon kann der gemütliche Filmabend beginnen. Sprich, auch das läuft ohne Probleme. Die Klinkenbuchse auf der rechten Seite ist allerdings kein Eingang, sondern ein Ausgang, an den ich nun mein Soundsystem anschließe. Das ist das Ultimea Nova S50, das mir den Sound nochmals deutlich verbessert. Link ebenso in der Videobeschreibung. Aber um nochmal ein bisschen auf den Beamer-Sound einzugehen. Der hat im Verhältnis zu vielen anderen richtig Dampf unter der Haube. Stelle ich ihn auf das Maximum, dann ist die Lautstärke in meinem Zimmer hier schon fast nicht mehr zu ertragen. Bei anderen Beamern und ebenso bei manchen Fernsehern ist da schon lange Schluss. Entsprechend ist der Elteo auch für größere Räume gut geeignet. Natürlich hat er keinen riesigen Basslautsprecher integriert, sodass mein Soundsystem hier einfach sattere Bässe liefert.
Aber wenn ich den Beamer mal unterwegs nutzen will, dann schleppe ich mein Soundsystem nicht mit und habe dennoch einen ordentlichen Sound. Sehr gut. Werfen wir doch zum Schluss noch einen Blick auf die Spezifikationsdaten. Nun, das äußere Erscheinungsbild haben wir zur Genüge gesehen, also scrollen wir mal weiter runter. Hier steht, dass er Netflix zertifiziert ist, kann schon sein, jedenfalls funktioniert es tadellos. Die 1080p glaube ich jetzt einfach mal und das Android TV dürften wir ja ebenso erleben. Okay, die integrierten Streaming-Dienste sind auch klar. Aber jetzt wird es interessanter. Zum einen mal die Dolby Digital Plus Zertifizierung, was nicht jeder Beamer einfach mal so bekommt. Und 2x10 Watt sind nicht ohne. Das habe ich zu hören bekommen. Der Vergleich hier mit den anderen ist irgendwie seltsam, aber immerhin ist die Optik komplett aus Glas und das 4 Zoll Display hat eine absolut ordentliche Größe. Dass er Leinwände von vorn oder von hinten und das normal oder über Kopf stehend mit Bildern bewerfen kann, ist klasse. Das lässt der Montage viel Freiraum, aber ein wenig Abstand zu Wänden oder Decke muss natürlich sein. Die automatische Bildeinstellung wirkt da ehrlich gesagt aber echte kleine Wunder. Okay, das Streaming habe ich gar nicht ausprobiert, ist aber Android TV, das beherrscht so etwas mit Sicherheit. Und das ist dann ein großer Vorteil des Gerätes. Es hat den TV-Stick ja gleich mit dabei, sodass nicht noch ein zusätzliches Gerät daneben stehen muss. Zum Schluss die vollen Daten. Es ist eine ARM Logic 905 CPU mit 2 GB RAM und 16 GB ROM. Nicht riesig, aber absolut ausreichend. 600 ANSI ist okay, 1080p ist Pflicht. Der Kontrast von 3000:1 ist gut. Der Projektionsabstand von bis zu 4,5 Meter passt und die maximale Bilddiagonale von 150 Zoll ist ebenso sehr gut. Durch die LEDs kommt er auf bis zu 30.000 Stunden Betrieb und mit WLAN, USB, HDMI und AV und Audio hat er eine akzeptable Anzahl an Schnittstellen. Davon kann man eigentlich nie genug haben, aber die sind leider auch relativ teuer und genau das ist der Beamer aber meines Erachtens nicht. Kauft man sich nur einen TV-Stick, dann ist der halbe Projektor ja fast schon bezahlt. Aus meiner Sicht ist das sein größter Vorteil. Lasst euch den Bericht über den coolen Redry Pocket 4 Pro nicht entgehen und schaut euch doch auch das Video über das Soundsystem an. Wie gesagt, zurzeit macht der Black Friday Sale von Geekbuying die Geräte so günstig wie selten. Ich sag danke fürs Zusehen, für euren Daumen nach oben und natürlich für euer Abo. Bis bald.